So, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt weiter rein hier. Let's go. Jungs! So fängt's an. Sorry, guys. Ich kann's nicht fassen. Ich glaube, ich komme jetzt mit auf die Fähre einfach. I pay you taxi. You are okay. Wonderful. You are wonderful, my friend. Und ein anderes Taxi, attendez mal. Hey, Dave, ich muss da leider mit. Oh mein Gott. Schon wieder mein letztes erst bestellt. Oh, Johann, komm drüber. Geiles Intro. Alter, ist das krank. Das ist echt sehr beschissen gerade. Ich hätte das machen. Dave, du packst das. Meinen Kopf, ja. Fuck. Fuck, man. Geil. Ohne Geld in einem fremden Land ist man schon ziemlich aufgeschmissen. Und damit euch nicht das Gleiche passiert, obwohl ihr vielleicht sogar Geld auf dem Konto habt, gibt es Revolut, den Partner der heutigen Folge. Revolut ist eine digitale Bank, die euch dabei hilft, immer und überall das Beste aus eurem Geld zu machen. Das Konto ist innerhalb von wenigen Minuten eröffnet und das komplett per App. Ab Sekunde 1 nach der Registrierung seid ihr sofort ready to use. Ich skippe das übrigens mit Absicht nicht, Apple und Google Pay hinzufügen. Weil so Partner immer super wichtig sind für solche Projekte. Auf eine physische Karte wart. Über den ersten Link in der Videobeschreibung gibt es einen 20 Euro Willkommensbonus. Ehre an, dass sie solche Partner haben, dass das, die das möglich machen. Egal, was ihr im Ausland kaufen möchtet, es passiert meistens in der Währung des Landes. In Amerika in Dollar, in Marokko in Dirham und so weiter. Ihr versteht das Konzept. Dank der Multiwährungskonten von Revolut zahlt ihr alles immer automatisch in der Währung, die ihr gerade braucht. Bedeutet, doch vor Antritt der Reise geht. Keine Fremdwährung kaufen oder am Flughafen zu schlechten Kursen tauschen. Braucht ihr doch mal Bargeld, habt ihr mit der Revolut-Karte die Möglichkeit, weltweit gebührenfreien Automaten abzuheben. Ladet euch also jetzt... Als ich in Bahrain war, hatten wir tatsächlich zwischenzeitlich das Problem, dass wir halt gar keine, was man das, Bahrain-Dinar heißt, die Währung, glaube ich, da hatten. Und wegen Taxi da so ein kleines Problem hatten. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es praktisch ist, tatsächlich. Ja, ihr könnt auch gerne bei meinen Partnern reinschauen. Bei Holzkern, EMP, Elgato. Also, gönnt euch. Gibt auch Rabattcodes. Würde mich freuen. Leider sind meine Holzkern-Sachen noch nicht angekommen. Das hätten wir heute schon wieder Unpacking machen können. Ich warte noch heiß darauf. Was sagst du zu The Race? Ich finde das Format mega cool. Wir haben gerade die erste Folge gesehen. Wir sind jetzt bei Folge 2. Aber erste Folge hat mich schon komplett gehuckt. Also ich habe Bock. Die geht sogar noch länger. 52 Minuten. Was ist Elgato? Elgato ist ein Hardware-Partner. Da ist meine Kamera her. Daher ist, was habe ich hier noch alles? Die Keylights, damit ich ordentlich beleuchtet bin. Ich habe ein Stream Deck, da kann ich easy Szenen umschalten, ohne raustappen zu müssen. Die haben auch Mikros und alles mögliche an Streaming. Hardware oder auch so fürs Büro. Haben die jetzt mittlerweile so ein Büroset, was ein bisschen günstiger ist, auch mit Kamera und Mikro und so. Ja. Stimmt, ein Prompter. Ich finde das Ding richtig cool, aber ich habe kein YouTube-Format, wo das cool ist, da so reinzugucken und die Leute so anzustarren, die ganze Zeit, während man redet. Ich glaube, weil, wenn du den Leuten die ganze Zeit so in die Seele guckst, durchgehend. Obwohl, wenn der Chat drauf wäre, wäre das interessant, oder? Chat lesen und euch angucken. Digga, Angst. Schau weg. Excuse me. Also, wenn Chef euch redet die ganze Zeit so mit euch, während ich den Chat lese und ihr denkt die ganze Zeit, ich gucke euch an. So durchgehend. Wie fändet ihr das? Bitte nicht. Nee. Aber ja, gibt coole Hardware auf jeden Fall bei Elgato, lohnt sich. Jetzt die Revolut-App kostenlos über den ersten Link in der Videobeschreibung runter und sichert euch so den 20 Euro Willkommensbonus. On top habt ihr die Möglichkeit, richtig Kohle zu gewinnen. Denn Revolut verlost unter allen Neukunden 1.000 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Konto über den ersten Link in der Videobeschreibung zu eröffnen. Ich bedanke... Hinweis, wenn ihr einen Sub verschenkt, bekommt ihr von Twitch einen Apple-TV-Code für 3 Monate. Das stimmt aktuell. True. Das läuft noch bis... Wo stand das denn jetzt hier? Ich habe das schon wieder verloren. Irgendwo stand das. Bis so und so viel der August geben aktuell entweder Normal-Subs oder Gifted-Subs Apple TV für 3 Monate. 19.8. Ja, genau. Danke, René. True. Guter Hinweis. Ich bedanke mich vielmals bei Revolut fürs Möglichmachen dieses Projektes und euch viel Spaß weiter mit der Folge. Danke. Jetzt kriegen wir erstmal hier Hero Wars-Werbung. Fuck. Fuck.
Fuck. Oh, das ist jetzt richtig schlimm. Meinst du, er ist abgefuckt? Oh, ne, das ist jetzt richtig schlimm. Geil für ihn. Geil. Wirklich geil. Die Fähre fährt ab in 45 Minuten. So lange hätte ich noch Zeit. Ja, wenn gib ich Gas. Wenn ich dahin nicht hinbekomme, dann muss ich vielleicht den Hafen wechseln. Komm schon, Dave. Ich glaube an dich. Uhr 21. Okay. Ab geht's. Jetzt müssen wir uns irgendwie ein Ticket erschnorren. Mit auf Boot springen wird nichts oder irgendwie sich reinsnicken, das ist ganz schwierig. Es ist relativ wenig hier los, aber ich guck mal, ob ich hier Leute finde, die mich supporten. Yes, what's exactly... Teilnehmer dürfen nicht verraten, dass sie an einem Format teilnehmen. Zu sagen, dass das Videomaterial als Erinnerung dient, ist beispielsweise erlaubt. Ah, okay. Auch guter Hinweis. Do I need to support you? Yeah, if you don't need, no worries if you don't want to. Like it's, I just need a little bit money to get a ticket to the ferry. Money? Die haben gesagt, die machen eine Competition mit Friends. Es hat keiner gesagt, dass das für ein Videoformat ist, was ausgestrahlt wird. Die haben gesagt, es ist einfach ein Race mit Freunden. Das ist ein Unterschied. I need to get the ferry to Spain. Actually, I don't have money. Where are you from? Germany. Die Moser-Sachen sind ziemlich cool, Ralf. Von Moser, da gibt's direkt Direct Drive, also relativ kleine Direct Drives, aber auch hast du direkt ein geiles Gefühl. Kann ich empfehlen. Benutze auch Moser. Ist top. Germany, can you go and buy me some money, anything? Good luck. I won't be able to help you. I will not be able to help you. No worries. Nicht wirklich Glück hier mit dem Hafen-Terminal. Hier sind fast keine Leute. Gerade eben meinte auch jemand, dass wegen dem schlechten Wetter fast heute keine Fahrfähren fahren. Es kann sein, dass mein Traum nicht in Erfüllung gehen wird, dass ich heute noch rüber nach Spanien kommen kann. Ich versuche jetzt nochmal bei dem Eingang von den ganzen Autos, weil hier sind quasi nur Fußpassagiere-Terminal. Fingers crossed, dass wir vorankommen. So viele Leute aus Marokko versuchen hier über die Grenze zu kommen. Es ist so privilegiert für mich, einfach meinen Reisepass zu zücken und einfach so über die Grenze zu kommen. Das einzige Problem ist bei mir Geld. Deswegen, ich will das auf jeden Fall alles mit Respekt behandeln, niemanden auf die Füße treten und irgendwie mein Glück versuchen, das nach Hause zu schaffen. Gute Einstellung auf jeden Fall. Thank you, bye. Es klappt alles viel zu gut. Ich verstehe das nicht. Sag das nicht. Meine größte Sorge, überhaupt hier zum Hafen zu kommen, ist jetzt schon mal, Digga, ich weiß nicht, wie lange bin ich unterwegs, eine Stunde? Und ich bin schon hier. Ja, jetzt muss ich noch gucken, wo ich 35 Euro herkriege, um mit der Fähre rüberzufahren. Aber um 16.30 Uhr dürfen wir auch einen Umschlag öffnen. Keine Ahnung, was da drin ist. Ah, okay. Während die Teilnehmer über ihre nächsten Schritte grübeln, hat sich das Orga-Team die Chance nicht nehmen lassen, den Teilnehmern eine kleine Überraschung mit auf die Reise zu geben. Neben den festgelegten, einheitlichen Gegenständen haben die Teilnehmer einen versiegelten, geheimen Umschlag bei sich. Diesen dürfen sie erst um 16.30 Uhr Ortszeit öffnen. Was Hilfe die Teilnehmer so in diesem Umschlag erwartet, kann weitreichende Folgen für den Ausgang des Rennens haben. Abschließend sind hier nochmal alle relevanten Regeln im Überblick. Ja. So, ich gehe jetzt hier erstmal rein und dann schauen wir, wo ich Touris finde. Wir haben uns ja vorher ein bisschen überlegt, wie viel die hier ungefähr verdienen. 300 bis 900 Euro ist wohl so das Durchschnittseinkommen. Das heißt, wenn mir jemand jetzt hier die Fähre zahlen würde, dann wäre es in Deutschland so, als ob dir jemand 200 Euro schenkt. Ziemlich unrealistische Situation, aber eine Situation, die hoffentlich eintrifft. Da bin ich der absolute Colonel, ey. Wo muss ich hier hin? Ich muss pinkeln, Mann. Schön. Wichtige Kamera. Was ist die Lösung? Wie komme ich hier weiter? Can you help me? How much do I have to pay for the ferry? 30 euro. 30 euro. I lost my cash, I lost my card, I got nothing. Can I do something? Okay, er sagt can es you anders. Help me? What can I do? You have to find some solutions with people,
Krass. Ja, yeah, but hey, krass, dass er sagt, dass, also, dass er das einfach verloren hat, so. Und nicht sagt, ey, ich mache hier bei einem Rennen mit, so. Er sagt einfach so, nee, habe ich verloren. Okay, andere Taktik hier auf jeden Fall. Ja, yeah, our tour is too. Yeah. Just for later. Thanks a lot. Everything is fine. Yeah, it's everything will get fine. Thank you. Have a good time. Bye. Also Leute, ich habe gerade mit dem netten Herrn gesprochen. Der hat mir erklärt, dass beim anderen Hafen, da wo ich dann wahrscheinlich hoffentlich auf Engländer, Spanier, sonst was treffen würde, auf Europäer, da komme ich nur mit dem Auto rein. Das heißt, ich kann da, wo ich mir erhofft habe, bei irgendeinem Auto zu klopfen, in den Hafen kann ich überhaupt nicht rein. Das hier ist der Passagierhafen, das andere ist die Fähre für Autos. Ich kann zum anderen gar nicht hin. Ich kann nur hier rüber und ich muss hier irgendwie an Geld kommen. Und hier sehe ich überhaupt gar keine Leute, die ich irgendwie anschauen könnte. Ich finde ihn bisher sehr witzig und ehrlich, finde ich cool. Und ich habe Schmacht. Ich habe jetzt schon Probleme, die ich in den letzten Jahren nicht mehr hatte. Er ist so relatable einfach auch komplett. Es ist auch geil, dass hier nicht gleich andere stehen. Anscheinend bin ich der Erste. Bin jetzt schon der Erste. Vielleicht. Er ist am Autohafen. Ich sehe da hinten schon so ein paar Campervans. Eine Question pour mon ticket. C'est possible de aller? Par ici. Vous êtes piéton, vous avez le véhicule? Non, c'est parking. Un hôtel? Tu vas revenir pour le véhicule. Ah, lol. Okay. À bord du véhicule pour rentrer. Okay, ich komme hier nicht rein. Dass man das nachvollziehen kann, was er, das heißt, was er tut, ich werde hier wie er denkt. Bis europäische Fahrzeuge hier reinfahren. Er sagt aber, er hat das Auto am Hotel. Ist aber auch geil. Ja, sie kann halt wunderbar einfach schön da. Muss man sich damit reinsnacken und fragen, ob man mitfahren darf, oder? Und warten mehrere Europäer. Das klar, also das wäre, glaube ich, jetzt, wenn ich da sein würde, so meine Taktik. Ich würde gucken, ob ich da Leute finde, die da mit dem Auto drauf fahren und fragen, ob ich da mich mit rein sneaken darf. Ja, also in seiner, also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach, keine Ahnung. Ich bin auch kein Mensch, der dauernd Leute anspricht. So. Also mir fällt das super schwierig, fremde Leute anzusprechen. Boah, schwierig. Alles Containerbereich und dann weiter rechts ist das Terminal für die Leute und in der Mitte ist das Terminal, wo die Autos reinkommen. Das da hinten, das ist alles Spanien. Man sieht von hier aus Tarifa, man sieht von hier aus Gibraltar, Algeciras, obwohl Gibraltar zu England easy gehört. Nein, europäische Camper, europäische Camper. Ich muss wieder zurück, ich muss europäische Camper aufhalten. Ja, man muss dann halt gucken, dass man sich noch ein okay, Ticket snackt irgendwie. Ich habe gesagt, ich habe mein Portemonnaie verloren und er meinte, er kommt gleich wieder. Leute, wenn ich das schaffe, bin ich doch ein Colonel. You have to get to your embassy. To your embassy. But it's a long way. I have to get back to Tangier, you say? Yes, yes. It's in no way here. I would clean the dishes. I would do everything. Just, I need to get to Spain. And in Spain, there are my friends. Sorry. Okay, thanks a lot, my friend. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber ich glaube, es ist nicht möglich, ohne Geld jetzt hier. Ich habe die falsche Fähre genommen. Hier sind keine Touris, die ich anfragen kann. Die Leute hier sind alle genauso wie in der City super nett und versuchen zu helfen. Aber hier komme ich nicht weg. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich zum anderen Hafen. Meine Vorstellung war ja irgendwie ein Wohnmobil, wo man irgendwie Leute anhaut, dass man 30 Euro... Oh, wenn man das gewusst hätte oder so, wäre es ja, also, kannst du ja vorher nicht wissen, aber dann vorher in der Stadt hätte man dann wahrscheinlich schon ein bisschen so betteln müssen fürs Geld, fürs Ticket, weil da waren ja super viele Leute und alle hatten da ja direkt Leute, die irgendwie Geld gegeben haben und ja, aber kannst du ja vorher nicht wissen. Och, ich komme hier nicht weg. Bonjour, peut-être vous avez des dirhams parce qu'en Espagne c'est euro. Peut-être c'est pas un problème sinon. Ah, oh, c'est pas un problème. Ok. Ja, die alten Leute, auch wenn man sympathisch ist, wollen lieber nicht helfen. It is not easy. Ist auf jeden Fall nicht leicht.
Es ist einfach krass. Ey, vor 10 Minuten stand ich da drin und hab gesagt, ja Mann, ich bin Erster. Und jetzt denk ich mir, scheiße, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das machen? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung. Fühle ich jeden Tag. Das ist mein Daily-Dingen. Hier ist ein Schild. Ich war bei Passagier, das war wohl schon richtig. Aber hier ist jetzt auch Fracht und Automobile. Ah, Digga, da stehen noch Camper, oder? Jetzt habe ich sie aber. Jawohl. Okay, neue Taktik. Das ist meine große Chance. Wahrscheinlich man hört dieser scheiß Zaun auf. Kein Spoiler? Ja, ist auch kein Spoiler. Scheiße! Oh, Leute, das hinter mir ist jetzt der Autozugang. Ich will mir das nicht nochmal verkacken, dadurch, dass ich ein Video mache. Ich stecke die Kamera jetzt hier rein und versuche, okay, da reinzukommen, um damit Leuten zu schnacken. Hier steht sogar auch gerade ein Wohnmobil. What's your problem, mate? My problem is, I lost my cash, my wallet. Everything is whack. Whack. Where is it? I lost it. Somebody, I don't know, but I want to ask some people if they can help me. They have a car, you know? Please. Okay. It's whack. Thank you, okay, my friend. Thank you. Muss ich bemerken. Ich hab's geschafft. Die lassen mich jetzt hier rein. Das ist stark. Damit ich Leute frage. Erst haben sie gesagt, ich soll vom Tor warten. Und jetzt hier Parking, Tickets und Registration. Ja, das ist schon stark. Die haben sich auch noch nicht getroffen da, ne? So. Wir sind ja da relativ close beieinander. Bei der Medina. Oh, voll schön. Die alten Stadtmauern. Und wir schauen jetzt mal, ob wir dort in der Medina irgendwie was zusammenkriegen. 284 sind das Ziel. Was packen wir? Yo estoy intentando a cambiar el lápiz para otras cosas. ¿Tienen algo que tiene más valor que puedo cambiar? Lo tenemos todo en el hotel. Okay, vale. Gracias. Vale, muchas gracias, sin embargo. Ciao, ciao. Wir probieren es weiter. Ich finde die Taktik cool mit dem Tauschen. Is there anything I can help here? Maybe cleaning or doing anything else to earn a little bit of money? No? Okay, thank you so very much. Thank you. Schade. Aber solche Absagen muss ich mich, glaube ich, in den nächsten Tagen viel einstellen oder einfach dran gewöhnen, weil das wird viel passieren. Bei diesem ganzen Format ist es, glaube ich, echt am wichtigsten, ja, dass man einfach komplett auf sein Charmegefühl scheißt. Safe. Sehr schön, Tanja. Da vorne mit dieser Marina mit den Palmen und dann hier eben die Medina. Echt hübsch. Wo wir jetzt mal hingehen. Amigo. Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ahmed. Ahmed, un gusto, Ahmed. ¿Conoces a alguien que puede darme trabajo? Sí, todo. ¿Dónde? Sí. Vamos. Vamos. ¿Me puedes ayudar? Folge 2. Sí. ¿Can you help me? Sí. ¿A la hora? No. Ich weiß nicht genau, soll ich mit ihm mitgehen oder nicht? Ist das jetzt eine gute Idee? Nein, da. Und ich wäre schon cool, hier mal ein bisschen ein Haus von innen zu sehen, aber ich weiß nicht. Nur kurz. Schauen wir mal. Aquí vives. Aha. Podría grabar la casa, está bien? Sí, sí. Está bien? Okay. Sí. Mm, okay. Okay. Also, wir sind hier bei Ahmed. Extrem netter Typ. Zeigt mir ein bisschen seine Wohnung. Vielleicht, dass er den nach Hause hier genommen hat. Aquí estás durmiendo. Aha. Perfecto. ¿Y es tu cocina aquí? Cocina aquí. Ah, Paraguay. Ja. Ahmeds Küche. Pieza agua. Ja, ja. Agua, tranquilo. Aha. Ah, es con gas. Ja, ja, Gas. Mhm. Aquí el baño? Angst vor Gasflaschen. Sí, shower. Shower. Aha, shower. Baño es eso? Sí, sí. Aha, okay, bueno. Lol. Vale, Ahmed. Me tengo que irme porque tengo que ir, ¿qué?, a España. ¿Dónde ir? ¿Dónde hostel? Nada, no tengo dinero. Nein, sie jetzt nicht, Digi. In serio? No. Da wäre ich raus. In serio? Da wäre ich so raus. Direkt, tschau. Es que no tengo. Muchas gracias. Perfecto. Vale, Ahmed. Entonces, oh Gott. Yo voy a tratar de ir a España. Y si no, te encuentro aquí esta tarde. Perfecto, Ahmed. Es super nett, gusto, aber weiß nicht. Perfecto. Ahmed. Übelst korrekter Typ.
haben wir uns direkt einen Schlafplatz geklärt für heute Abend. So gerne ich auch bei Ahmed heute pennen würde, einfach für die Experience, will ich trotzdem am besten heute schon nach Europa. Ich war mir auch kurz nicht sicher, weil da so eine Maddie. Bei mir ist alles super, ich bei dir auch. Aber ich glaube, das war Softair oder sowas. Softair. Das ist echt hart. Andere Option wäre wirklich einmal den Run zu versuchen, ne? Einmal durch. Den Run? Ich habe die deutsche Dame gerade eben gefragt, ob die auf dem Hinweg mehr als eine Ticketkontrolle hatten. Hatten sie nicht. Und die Ticketkontrolleure hier, mit denen habe ich ja die ganze Zeit gechillt. Die würden mich auf jeden Fall stoppen, wenn die mich sehen würden. Aber ich müsste es einmal abpassen und durchkommen, dann könnte das vielleicht funktionieren. Was? Das Problem ist, es sind drei. Zwei Männer, eine Frau. I'm trying to hitchhike from here to Germany. Yeah. And you are not going by car and have a seat left for no. me or anything? No. Okay. I'm trying to hitchhike from here in Morocco to Germany. And I just wanted to ask if you have a ticket left or any way you can take me, maybe a free car seat and you book the whole car or anything with no money. No, we don't have any car or anything like no. Okay, thank you so much. Yeah, no problem. Thank you. Boah, ist das hart. War doch ein bisschen, Salam, also nach Geld fragen. Do you think somebody has worked for me here to earn a little bit of money? It's hard to get a job here, you know. Okay. Even the Moroccans, they don't have a job here. Yeah, Folge 2 yeah. sind wir. It was just, yeah, for one day maybe, but yeah. Okay, thank you. Thank you very much. You're welcome, my friend. Yeah. Ciao, ciao. Okay, Chat, was wär eure Taktik? Taktik 1, Leute nach Geld fragen fürs Ticket. 2 in den Chat für, so wie er jetzt so arbeiten, also versuchen darüber Geld zu verdienen oder irgendwie sich da Sachen hochtauschen. Oder 3 versuchen irgendwie sneaky, illegal irgendwo mit reinzukommen. Und Dankeschön, Weltenzerstörer, für den Gift-Sub an Snooksy. Dankeschön, vielen Dank, Ehre. Betteln, ja, 1, 1, 1, 2, 1. Okay. Ich glaube, ich wäre auch bei Nachfrage, ob man ein bisschen Geld hat und dann halt versuchen, möglichst viele Leute zu fragen. Weil drei würde ich mich, glaube ich, also nicht bis, also nicht illegal, also nur ich versuche irgendwie, weiß ich nicht so, nee, das würde ich nicht machen. Das würde ich mich gar nicht trauen. Wenn das auffliegt, boah, weiß ich nicht. Fühle ich nicht so. Das darf man nicht. Man darf nicht im Nachhinein, also es muss direkt das Geld geben, weil du darfst nicht im Nachhinein sagen, ey, ich zahle das zurück oder so. Das ist eine Regel, darfst du nicht. Mutti anrufen. Schwierig. Und da ist schon Mr. Mushroomhead für den Follow. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, ich würde also, je nachdem, ich würde glaube ich erst mal 1 probieren. Weil das Ding ist halt auch, du willst ja schnellstmöglich irgendwie nach also Spanien, beziehungsweise dann nach Köln. Und wenn du halt erst sagst, okay, ich arbeite jetzt 3 Tage hier, ist dann schon wieder viel Zeit, ne? Plus, du musst irgendwo schlafen und essen, was auch wieder Geld kostet. So. Hi. Excuse me, can I ask you a quick question? Right now my problem is, because I'm trying to hitchhike. Hey! How are you? I'm good. Yeah. I'm gonna take the ferry now, I think. This is probably the best time to do it, while the weather is okay. Yeah. I was thinking of leaving tomorrow, because I wanted to stay in LA, but I'm scared that the storm is gonna be very bad, and then I can't take it. The ferry on. So you think tomorrow there will be no ferries because well, of the storm? Of that. That's what they told me, that there's a possibility that the storm is getting very bad and then there's no ferries. Ah shit, so well, better now. Yeah. Okay. Es scheint wohl ein Sturm aufzuziehen die nächsten Tage. Ah, ich dachte, er fragt sie deswegen noch. Deswegen, ich glaube, auch wenn ich hier noch gern ein bisschen chillen würde in Marokko, muss ich mich, glaube ich, tatsächlich einfach ein bisschen beeilen, damit ich jetzt nicht hier 3 Tage stuck bin. Wenn jetzt wirklich ein fetter Sturm kommt, können die Fähren nicht fahren wegen dem Wellengang. Darauf habe ich nicht so Bock. Deswegen machen wir uns jetzt nochmal an die Arbeit. Let's go! Right now, I'm trying to trade myself up to afford a ferry ticket. So I can offer this pen. Is there anything you could give me for this pen in exchange? Of course it will be me. Wow! Really? Can I give you the pen for that? If you wish. That would be super. So that then it's a. No, Ehre! Claps in the chat! Thank you very, very much. Ehrenfrau! That would be super nice. Okay. Thank you very, very much. Oh, thanks a lot. Noch mehr Claps! Ciao, ciao. Wo sind die Claps? Plus 20, top. Ist schon stark. Ich weiß nicht.
Wenn ihr mir da, ey, das wäre mega. Das ist super, super lieb. Genau, so, ich schon wieder. Is there any way you could support me on this race? Hm. Nein, nicht so. Schade, schade. Dankeschön. Es ist possible, dass wir den Ist da irgendeine Möglichkeit, dass ihr mich vielleicht ein bisschen unterstützen könnt? Ja, yeah, wie, cool. Wie viele Deutsche sind hier denn bitte? Das ist ja insane. Wie viele Deutsche hier rumlaufen und die dann treffen, oder? Wir hatten das ja vorhin, also in der ersten Folge ja auch schon. Ist ja sehr ultra krass. Ah, das ist super lieb. Ah, es sind sogar Euro. Yeah. Aber deutschsprachige, okay, weiß ich, können ja, also okay, müssen ja nicht unbedingt deutsch sein. Dankeschön, perfekt. Is there a possibility you could maybe help me out a little bit? I can give you a tiny bit. Whatever suits you, that would be so nice. Yeah. What? Really? Yeah, yeah, no worries. Really? Yeah. That helps me like so fucking much. What the fuck? This is like nearly my ferry. Good luck on you. Yeah, thank you very much. This is like super, super krass, kind. And like for real, thank you very, very much. People helped me out a lot when I was traveling. Okay, so it's good to get back. Yeah, thank you very much, guys. Have a good day. Alrighty. Geil, Leute. Geil. Hilf. Oh, sorry. Wir kommen dem Ganzen sehr, sehr nah. 240 Dirham. Wir haben noch den Discount ausgehandelt, das heißt 350. Das heißt noch 110 to go. Das packen wir doch jetzt auch. Stark. Hi. Do you speak English? Ja. Yeah. Nice. Oder Deutsch sogar? Ja. Yeah. Okay, cool. Ich probiere. Ey, die wollen, ey, wollt mich komplett verarschen, oder? Natürlich trifft er auch direkt wieder Deutsche. Was ist das denn? Also, das ist also krass. Wusste ich gar nicht, dass da so viele irgendwie immer unterwegs sind. Das ist doch der Klassiker, du fährst ins Ausland, um den Deutschen zu entkommen, um dort auch noch Deutsche zu treffen, die den gleichen Plan hatten. Hatte ich bisher nicht so. Tatsächlich. Oh. Ich glaube, in. Nee, Vegas, Bahrain habe ich sonst keine getroffen. Außer die Crew in Vegas war die Crew, mit der wir geflogen sind, war auch mit, also bei uns im Hotel. Und die haben wir dann irgendwie ein paar Mal getroffen, aber sonst. Von hier mit 5 Freunden zu trampen bis nach Deutschland. Ah. Wir machen Rennen einfach so aus Spaß. Aber ich probiere jemanden zu finden, bei dem ich auf der Fähre mitfahren kann, der ein Ticket übrig hat, der mir ein Ticket kauft, wie auch immer. Und ich wollte fragen, ob ihr rüberfahrt, mit dem Auto rüberfahrt, irgendwas übrig habt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel das ist. 10 Euro. Oh, echt? Nein. Doch, 10 Euro. Oh, wow. Aha. Ja, das ist Ehre. Oh, vielen Dank. Sehr nett. Clap, clap. Ja, das sind 10 Euro und ein Viertel des Ticketpreises. Das schaut stark schon wieder hier. Damit bin ich auf jeden Fall schon mal ein Stückchen näher dran. Jetzt eine dicke Karre, irgendwas. Das wäre perfekt. Wie bitte? Warte mal. Lol, was? Nein. Oh, Alter, das was? Ist der Traum. Oh, das ist der absolute Traum. Mutti! Habt ihr eure Mutter belabert? Mutti! Echt? Ey, Ehrenmutti! Was ist da los? Ja, vielen Dank. Muttis, vielen Dank, ey, ich schwöre, Muttis sind einfach die Besten. Es geht nichts über Muttis. Meine Mutti auch gestern schon wieder. Ja, möchtest du nicht zum Mittagessen vorbeikommen, Pizza und so? Ich so, nee, ja, ich bin stream. Und dann, aber mein Vater kommt später noch vorbei. Ja, dann nimmt Papa noch ein Stück Pizza für dich mit, dann kannst du auch später essen. Also, man kommt auch nicht drumherum. So. Selbst wenn man sagt, ey, geht nicht. Mutti findet einen Weg und es geht. Einfach ihren Muttis. Und Dankeschön Gulasch-Rakete für den Follow. Herzlich willkommen. Ey, mega gut. Das ist unglaublich. Oh, aber das ist jetzt wirklich ein Traum. Boah, ich dachte, dass ich jetzt so 3 Tage hinten dran wäre. Oh, das ist unglaublich. Jetzt habe ich ein Ticket und 10 Euro. Liebe geht raus an Mutti. Nimm das, Jovan. Ey, vielen Dank. Das ist so cool. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank. Danke. Oh. Danke, danke. Ich hab's verfickt nochmal geschafft. Hast. Boah, Alter, ich bin no joke. Fast davor, eine Träne zu verdrücken. I made it! Guck mal hier, wie viele Freunde ich schon gefunden habe. Die freuen sich mit mir. Ist das geil. Yeah, finish! Geil! If you could help me out with a little bit, it would be. Das hatte ich eigentlich nicht vor, Bunga Bunga. For fun.
It's like our, it's just adventure. This was super, super, super kind. This helps me out a lot. Thank you very much. Ehre. Fehlen noch 60. I need to get the ferry because the storm is... I can give you this and this. It's okay? This is more than this, yeah, is too much. Okay. This is too much, really. It's okay. It's okay. Wow, yes, it's thank you very, 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 very much. Ehre schon wieder hier. Wir können nur durchgehend klappen, Chat. Das ist eine schlechte Idee. Wir gucken es gerade auf YouTube noch. Haben wir es offiziell gepackt? Bei Dave auf dem Chat. Wir haben 100, 200, 250er, 300 und 420er. 400 fucking Dirham. Geil. Das heißt, wir können uns jetzt für 350 Dirham das Ticket kaufen und haben sogar noch 50 Dirham über. Ja, geil, 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 geil. Ich hatte echt bin erstaunt, wie gut das klappt aber bei den. Jetzt noch das Ticket schnell holen und dann bisher geht's ab nach fucking Europa. Let's go. Ah ja, ist ja schon unterwegs hier. Der letzten Todes Folge. Am Wackeln hier. Todes. Alter, was geht ab? Ich hab's einfach geschafft. Ich kann's noch gar nicht glauben. Noch gar nicht. Wirklich. Bitte, so surreal. Ich hab mir gesagt, ich will heute diese Fähre nehmen. Sei ruhig, ich bin hier super nette Leute kennenlernen. Ich genieße es. Ich bin krass happy. Ich bin aber direkt auf dem Wasser. Sorry. Hab ich hier nichts in meiner Fähre? Ja, du hast geschafft, geil! Ja, hast du meinen Freund gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Aber Dave, der ist dort. Hat er dich gefragt? Nee, hat er nicht mal. Hat er nicht gefragt? Aber ich hätte auch never getan. Oder? Würde ich dir Tickets, na, dir nicht zu was, also ich denke, die sind nicht auf derselben Fähre. Finde sie! Is it cool if I sit with you guys? You should. Appreciate it. Kicking you out. Yeah. Sprachlos fast. There it is, Medina Sidonia. It's a great town. This is the ort, wo ihr hinfahren wollt, oder? Ja, yeah. Stimmt. I wanted to take is like probably this one here, at the whole coast. Yep. And then Montpellier go through the like in the land. Midland, genau, auch an verschiedenen like Häfen teilweise, Dijon, ja. Ich werde mal gucken, ich werde mal schauen, ob die von sich aus sagen, weil ich auch gar keinen Bock, dass ich so auf den Sack gehe oder sowas und die sind so, oh, jetzt müssen wir ihn hier mitnehmen. Aber die würden nicht cool. Wenn ich Glück habe, sagen die einfach so, hey komm, schlaf heute Nacht bei uns und dann fahren wir nicht irgendwo in eine Raststätte. Das wäre natürlich, das wäre das allerbeste, was passieren könnte. Ja, noch weiter mit den Anfreunden und Bonden und dann. Schauen wir es weiter. Let's go. Also, wir haben gerade darüber gesprochen, was jetzt meine Optionen sind. Weil du sagtest, wie ist meine Situation? Schwierig. Schwierig. Du hast kein Geld. Du weißt ja nicht, wie man zu Hause bleibt. Ja. Und du sollst das alles ohne Geld machen. Ganz genau. Ich habe zwei Möglichkeiten, denke ich. Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, um weiterzukommen. Ich finde jemanden auf diesem Boot. Ich weiß auch noch gar nicht, manchmal hat man bei solchen Serien ja jemanden, für den man ist, so den man, also man ist irgendwie für die Person, weil man die irgendwie sympathischer findet oder einfach die Art und Weise, wie die Person da das Ganze angeht, irgendwie am coolsten findet. Ich habe das gerade noch gar nicht. Wir sind jetzt hier Hälfte der zweiten Folge. Ryan? Ich weiß nicht, ich finde alle also ansatzweise irgendwie bis jetzt gerade ganz cool. Und ich habe aber noch nicht irgendwie jemanden, den ich so favorisiere. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das noch. Snooksy auch für Brian. Okay, Chat für Brian. Dann bekam das relativ schnell. Erstmal, hallo Daniel, was geht? Hello. Der mich in meine Richtung, in die ich will, an der Küste, mitnimmt. Tatsächlich, also ich habe eine kleine Tendenz eventuell zu dem Daniel ich hier drin. Ich habe ein paar sehr nette Menschen gelernt. Die mich ganz vielleicht mit zu sich nehmen, muss am Namen eine Nacht dort schlafen lassen und mich dann irgendwo auf ihrem Weg morgen an der Raststätte rauslassen, dass ich weiter trampen kann. Genau. Normalerweise ist es doch gar nicht möglich, in 3 Monaten auszusorgen. Es sei denn, zum Glück nicht es gibt Schumacher einen Gesellschaftsverband. Das ist Möglichkeit 2. Ralf Schumacher auf Wunsch bestellt. Das ist die Frage. Was ist die Antwort meiner neuen Freunde oder meiner neuen Retter? Noch sind wir nur Retter, noch nicht Freunde, oder? Richtig.
Die Antwort ist ganz euch überlassen. Ja, so. Aber ich gebe wieder hin, was seht ihr. Natürlich. Oha. Lass es leicht. Wie es aussieht, habe ich ganz gute Chancen, noch heute Nacht bei meinen Rettern zu schlafen. Die Retter. Und noch die Chance, sie zu überzeugen, dass sie meine Freunde werden. Mal gucken. Ein bisschen spät. Danke, das freut mich. Aber also irgendwie sind die, also ich weiß nicht, für die Situation, also irgendwie sind die nett, mit denen er da unterwegs ist. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen nicht so, weiß ich nicht. Ich finde es noch ein bisschen strange auch tatsächlich. Hm? Weiß ich noch nicht. Also gut. Sieht gut aus, Leute. Sieht sehr, sehr gut aus. Oh, heute Jinx, Nacht sieht gut aus. Eine warme Nacht. Es ist so mega unangenehm, die Leute nach irgendwas zu fragen. Und dann machst du es und machst du es und machst und es passiert nichts. Es passiert wirklich ja, gar nichts. Ja, irgendwie ist es ein bisschen unangenehm. Und dann auch, ne? Klappt es. Ich krieg das Ticket bezahlt. Ich krieg 100 Dirham zugesteckt. Ich habe 10 Euro und bin in fucking Europa in wenigen Stunden. Ich kann mir was zu essen kaufen, wenn ich will. Es ist unglaublich. So, jetzt guck ich das an. You know what this is? Mhm. Er hat auch echt schon überall Freunde tatsächlich jetzt hier, instant. This is for me. For you. Yeah? Yeah. I can take. Ey, das glaubt mir niemand. Ich sitz da, die freuen sich mit mir. Die sagen, wie ist es denn mit Essen? Wie ist es denn mit Geld? Hast du kein Telefon, keine Unterhaltung? Die sagen so Entertainment Media. Ich sag, nein, nein, wir haben gar nichts, wir haben gar nichts. Die gehen mit mir zum Automaten. Der eine kauft mir einen Riegel für 3 Dirham und der andere eine Coke Zero für 3 Dirham. Und die geben mir ihr Geld. Die arbeiten hier den ganzen Tag, machen Security, keine Ahnung was. Ich sag denen sogar, nein, nein, ich habe noch mal 100 Dirham geschenkt bekommen und das Fair-Ticket. Und die gehen trotzdem zum Automaten. Ich konnte die nicht davon abhalten. Und die kaufen mir von ihrem eigenen Geld eine Cola und dieses Ding. Das ist komplett, komplett Banane. Plötzlich sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich stehe mitten in Marokko. Die Sonne scheint. Es ist übelst gutes Wetter. Wenn diese Reise weiter so geht, dann chille ich mich ganz, ganz entspannt Richtung Europa. Da sind sie. Die beiden Ehrenmenschen. Einer noch. Bye bye! Der hat sogar noch gewunken. Absolute Legenden. Alter, die haben mir Cola. Der eine hat mir die Cola gekauft, der andere das. Und jetzt kommt wieder Polizei. So, zu wem geht's jetzt? Zu Brian. Parking, Tickets und Registration. Ich habe von oben halt ein paar Camper gesehen. Die muss ich jetzt voll labern und fragen, ob die mir helfen können. Und dann ist die Welt in Ordnung. Dann schaffe ich das, wenn ich um 16:30 Uhr den scheiß Umschlag auf der Fähre öffne und da irgendwas drin ist, was mir eigentlich helfen sollte. Und die dachten, ja, er braucht bestimmt die Hilfe. Aber ich brauche die Hilfe nicht. Na okay, warten wir noch eine Stunde. Jetzt sind hier vielleicht 12 Autos, die ich anschnurren kann. Ob die mich mitnehmen. Drück mir die Daumen, Alter. Wenn ich es um 16:30 Uhr auf die Fähre schaffe, bin ich ein richtiger Colonel. Ich muss mich beeilen, bevor hier irgendeiner losfährt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich noch sage, mein Portemonnaie wurde geklaut oder ob ich jetzt auspacke, dass ich auf dem Rennen bin. Sag das Rennen. Okay, ich gehe das Ganze jetzt mal ein bisschen radikaler. Ich würde sagen, was man macht. Also, wie gesagt, die dürfen ja nicht sagen, dass es halt für eine Show ist und so. Also, die dürfen ja sagen, ey, wir machen das hier mit Freunden so aus Spaß. Und ich würde das sagen, glaube ich. Ja. Ja, doch. Ich auch anschnurren verstanden kurz. Ihr müsst mir helfen, ich brauche ein Ticket, ich muss nach Hause. Ich mache jetzt ein bisschen Drama. Oh! Bonjour. Ça va, oui. J'ai un grand problème. Wie hätte ich mit dir? J'ai oublié mon téléphone, mon credit card, tout. Et j'ai besoin d'un ticket à l'Espagne. J'ai mon passeport. Là qu'il y a mon passeport, ben j'ai rien pour un ticket. Est-ce qu'il y a une possibilité pour... seulement moi et mon backpack à sagt auch da, alles weg. C'est possible? C'est possible? Oui? That would be my biggest sound. J'ai un passeport. Oui, j'ai un passeport, oui. Seulement ça, mais... Na gut, dass er auch Französisch spricht. Sehr hilfreich hier schon wieder. Geklärt. Jawohl. So easy, Leute, klärt man sich die Nummer. Ach du
passiert. Es ist nicht die feinste englische Art gewesen, nee, die Dramakarte zu spielen. Auf irgendeine Art und Weise habe ich sie auch verloren, auch wenn ich es freiwillig abgegeben habe. Aber ich habe ein Ticket. What the fuck? Was ein Ehrenbruder. Er hat mir noch die Telefonnummer gegeben. Ruf mich an, wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendwann wieder ein Handy hast. Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst. Ach, also Ehre von dem Menschen? Ich habe ihm jetzt nichts versprochen. Aber weil ich hätte ihm nichts versprechen können, was quasi dann er mir hilft und ich es dann irgendwie in einem Monat ihm wiedergebe. Das hätte ich nicht machen dürfen. Das steht im Regelwerk. Aber ich werde zurückkommen und von mir aus. Ich würde sagen, das darf man dann ja, ne? Weil er hat ja die Nummer, er kann ihm ja nachher nochmal kontaktieren und sagen, ey, vielen Dank für die Hilfe. Und dann, weiß nicht, dem noch irgendwie, also, das ist ja fein. Weil es war ja kein Trade in dem Sinne, dass er das gesagt hat, um was zu bekommen, sondern er macht es dann einfach später freiwillig. Einfach nochmal bedanken, dass er mir geholfen hat. Und das ist ja dann regelkonform, weil jetzt hat er mir nicht geholfen mit der Versprechung, dass ich ihm was gebe, sondern ich werde ihm einfach sowas geben, davon weiß er noch nicht. Ich habe ein fucking Ticket. Ich habe ein Ticket. Es geht nach fucking Spanien. Let's go. Hat das Leben schön, die Sonne scheint. Wir sind im Atlantik. Und wir haben unser Ticket. Wir haben unser Ticket raus aus dem Land. Das ist auf jeden Fall ein geiles Auto. Speak German? Ja. Ja? Würde ich jetzt auch eigentlich nicht anschnurren. Das ist auch gar nicht mein. Eigentlich arbeite ich und alles ist gut. Wir machen halt nur dieses Funny Race jetzt hier. Okay. Und ich muss es schaffen ohne Geld. Ja, da musst du einen Deutschen fragen. Ja. Also, ich würde ja gerne Geld geben und auch das Ticket bezahlen, aber wir haben Probleme mit dem Auto, wir haben Getriebeschaden. Oh, die Katzen! Zwei Gänge gefahren. Ja. Du hast eine wilde Reise vor dir, ich habe eine wilde Reise. Okay, mach es gut, gell? Ja, du auch. Ich wünsche dir nur das Beste. Ja. Ciao. Warum sprechen die alle Deutsch? Netter Typ, kann mir kein Geld geben und ist scheiße gelaunt. Ich brauche ein Ticket. Ja, ich will erst mal gucken, was für Autos hier stehen. Okay, und sonst, wenn es gar nicht geht, also ich habe noch 200 Euro im Sack. Du hast 200 Euro? Ja, aber nicht hier. Du brauchst immer hier bieten. Ja. Also dann morgen. Okay, Notfall. Ja? 200 Euro. Das ist die krasseste Situation. What the fuck? Der gute Mann aus der Schweiz, der holt mir jetzt Geld. Ach, er ist Schweizer. Hat es irgendwie geschafft. Ja, dann. 10 Euro. Oh, 10 Euro hat er schon hier, direkt. Ja, das ist auf jeden Fall. Anzahlung. Bitte? Du musst weiterkämpfen. Ja. Ja, klar, das hilft mir schon mal super viel. 10 Euro ist ein Anfang. Und wenn ich dich morgen immer noch sehe, dann kann ich dir das Geld ist auch noch geben. Oha. Das ist lieb von dir. Hallo? Ja. Hi Felix. 10 Euro. Das ist aber schon mal ordentlich. Also you Ehre an den Schweizer. Was with 1 Euro and you would help me, you would make me the best day of my life if you can give me 18 Euro. You give me this? Thanks a lot. Thanks a lot. Good man. 1,80. Thanks a lot. Have a good journey, yeah? Thank you. Also wir müssen verstehen, normalerweise arbeite ich und würde niemals mich irgendwo durchschnurren, sag ich mal. Würden Sie mir da eventuell aushelfen? Eigentlich nicht. Ah. Okay Leute, die sind krass am... Schon wieder jemand, der Deutsch gesprochen hat. Ich kann hier... Jedes Mal ein Shot, wenn jemand Deutsch spricht. Wir werden jetzt schon betrunken. Nicht die ganze Zeit filmen, wenn der komplett. Mich jetzt erwischt, schmeißen die mich hier raus. Ich kann nur mit Ton arbeiten. Oh, fuck. Ich brauche noch 17 Euro. 17. No. Just. You need police? No. What? No, you need police. I need police? Yes, you need police. When? I tell you, no filming. Okay. Please, no filming. Yes. It's anti-filming for you. You need go to your house for filming? No. You need authorization for filming here. Also, where is your car? Unangenehm. Where's what? Yeah, car, your car. I don't have a car. Here, just for... Okay. No passenger. Yeah. Can I stay here or do I have to go? No, can you go to that house? Okay, I will go. Das ist so unangenehm. Ich bin um ein Haar dran vorbei, dass die mir jetzt die SD-Karte abgenommen hätten. Das ist so scheiße. Ich hab mein Ticket. Es geht nach Spanien. Es geht nach Spanien. Let's go. Yes. So kann es weitergehen, meine lieben Freunde. So macht die Reise doch richtig Spaß. Es macht Spaß.
muss jetzt hier ganz schnell weg. So, jetzt versuche ich wieder die 2-3 Kilometer zu dem Terminal zu skippen mit dem Hitchhike. Das ist ein ordentliches Stück wieder. Wieder die fucking 2 Kilometer zurück. Vielleicht. Ja, der nehme ich direkt mit. Tasche hat mir jetzt 2 Minuten. Ehre. So, jetzt habe ich ungefähr noch 50 Minuten. Dann darf ich den Briefumschlag öffnen. Er hängt jetzt am meisten hinterher auf jeden Fall. Kommt mir alles ziemlich bekannt vor. Ich habe Brian gesehen. Lol. Da war gerade Brian. No fucking way. Ich frage mich, ob er ein Ticket hat. Fragt man sich. This is Spain. Espania. But the S is silent. Espania. Yeah. Willkommen in Espania. Wow, Erfolg freigeschaltet. Geil. Jungs, nehme ich mit nach Medina Sidonia. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Ein kleines Dörfchen, wo die so ein Casa, also so ein Haus. Mein Insta ist aktuell gesperrt, aber ich habe einen neuen Instagram-Account, Ausrufezeichen Insta in den Chat. Da könnt ihr jetzt reinfolgen. Das ist nämlich jetzt der Real-Account, weil der andere war ja fake. Anscheinend. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da reinfolgt. Gebt einfach ganz normalen Insta-Content. Ja. Und ihr könnt auch in meiner WhatsApp-Gruppe joinen. Auch da gibt's quasi wilde Bilder. Das hört sich komisch an, aber Content. Andere Bilder als auf Instagram teilweise. So ein bisschen. Ist ja für immer weg. Ich habe keine Ahnung. Aber würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall beim neuen Instagram-Account reinfolgt und da ein bisschen Support da lasst. Wäre voll nice. Danke. Nee, Management ist dran. Die kümmern sich drum. Mars Reports anscheinend. Syndica ist zum Beispiel auch gebannt, Shoyoka ist auch gebannt, sind so ein paar. Also ich habe bis jetzt nur von Streamerinnen gehört, denen das passiert ist, aber keine Ahnung. Haben einige das Problem aktuell. Gemietet haben in so einem Dorf. Oh, das Auto ist noch da. Ja. Gutes Auto. Hola. 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 Wie geht's? Okay, die waren unsicher. Nicht so freundlich wie in Marokko. Aber no, mal gucken. No. Wir trotzdem haben jene weiter entsprechen. Jetzt im Supermarkt mit den neuen Jungs, mit den neuen Kompagnons. How can I help you guys? I don't know. You have no manners. I don't think you can. Mit dem Bres im Supermarkt. Als wir mit meiner Mom einkaufen gehen und diesen Einkaufswagen halten, als wäre alles normal. Ich bin nicht gerade auf so einer Reise quer durchs Land. I mean, I could also cook something for you if you want. Maybe I can cook something. Was würdest du heute Abend gerne essen? Apfelstrudel. Oh, geil. So, should I just buy something, then I can cook maybe tonight? Apfelstrudel würde ich auch nehmen. Ja, gute Idee. Dann such ich mir mal ein paar Sachen. Okay. Okay. Heute koche ich einen Kokoscurry. Kokos auch geil. Curry. Für die Jungs. Ich koche heute. Mit Möhrchen. Tag 1 machen wir locker. Weißt du, safe space, einen guten Schlafplatz. Da muss ein bisschen rougher werden, weil sonst... Apfelstrudel geht immer. Also ich hab, wisst ihr noch so, wenn man sich früher auch mal vorgestellt hat, wenn man mal endlich alleine wohnt, dass man so alles zum Frühstück oder Abendessen essen kann, so wenn man Bock hat. Ich habe schon so oft Kuchen gefrühstückt oder so. Also es gibt da gar nicht, also weiß ich nicht. Oder Pizza zum Frühstück, Kuchen zum Frühstück, whatever. Es ist also einfach geil. Läuft es ja alles hier zu glatt. Hello Fresh. Oh. Eure Lieblings- oder Hello Fresh zum Abendessen. Einfachen Schritten. Oh, mit Halloumi. Schritt 1. Hätte ich auch Bock drauf. Hat ja gar keinen Spaß. Aber ein bisschen gönnen muss man sich auch. Bar ohne Rosinen. Aber ich brauche mehr. Rosinen, absolut Schmutz. Weg damit. Braucht man nicht. Abenteuer. Das merke ich. Na, mal ein bisschen klar. Ich glaube, ich kaufe mir immer so einen kleinen Snack. Und Iram. Und Iram. Okay. Shukran. Shukran. Ein bisschen Obst, ein bisschen Vitamine kann ich auf jeden Fall auch gut vertragen. Five ist es. Thank you. Thank you very much. Shukran. Shukran. Ciao, ciao. Er ist super respektvoll. Das mag ich sehr, tatsächlich.
Das ist ihre. I can give you this if you want to. It's okay? Wow. Yeah. For you. Thank you. It's okay? Thank you. Of course. Okay. Aber ich hatte ein kleiner Beef. Shukran, my friend. Und damit? Oh, ich hab auch Hunger. Fair. Let's go. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass alles klappt mit dem Discount. Weil ich habe original, ich glaube 354 Dirham oder so. Also es passt perfekt. I just talked to your boss before and he told me you will give me a discount and I can buy the ticket for 350 dirham. Can you talk to him? He told me if you come back with the money, we can sell it to you. Can he speaks English or Spanish? Spanish, I talk Spanish with him. Speaks Spanish? Yeah. Just to know who. Ist das heftig. Da vorne steht Daniel am Ticketschalter. Und er würde wahrscheinlich, ich habe ihn ja heute Morgen schon mal gesehen, kein zweites Mal hingehen, wenn er nicht die Kohle dafür zusammen hätte. Ey, das ist so geil, dass sie sich immer wieder jetzt auch gerade sehen. Ne? Ich finde das richtig cool. That is so good. That is perfect. 350. So cool. So, this is your ship. Yeah. Yeah. And this is for the bus. Ah, there's a free bus. There's free bus. There's free bus for together. Ah, perfect. Yeah. And you helped me out so much. Thank you very much. Bye bye. Have a good day. Freude. Let's go. Geil. Tanjavil. Tarifa mit Ceuta Jet um 16 Uhr. Oh, und da kommt Daniel. Alter, das wäre so heftig. Zusammen der auf der Fähre, let's go. Tatsächlich ein Ticket in der Hand. Da ist er. Mein Kopf ist matsch. Wir haben das fucking Ticket. Let's go. Alter, ist das krank. Alter, ist das krank. Alter, es sind mindestens 3 von 5 Leuten heute Abend in Europa. Hier noch einmal der letzte Blick auf Tanja City. Danke für die coolen 5-6 Stunden. Ich wäre gerne noch ein bisschen länger geblieben. Flame Hunt. Hello. Einen wunderschönen guten Nachmittag und Dankeschön für 19 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke dir. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Dankeschön. Aber jetzt geht's ab nach Europa. Let's go. Ach du Scheiße, dann sind es, bedeutet das alle, dass alle mega, mega schnell sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass das einer der schwierigsten Steps war. Die komplett Spanien wird jetzt auch nochmal richtig hart, weil Trampen ist da nicht so super kommen. Aber das war einer der härtesten Steps und alle haben das in wenigen Stunden gemeistert. Ryan? Nein, was? For real? Okay, shit. Es sind schon 2 auf der fucking Pferde, Alter, crazy. Geil. Ryan ist noch nicht da. I will hide here for a second, okay? Because I want to catch my friend. Ich knie hier einfach in so einer Parfümerie. Geil. Gute Reise wünsche ich. Was? Jörg, okay, sind schon 2 andere hier drin, ja? Jovan habe ich gesehen, ist rein. Ja. Die haben sie am Eingang gesagt, dass schon 2 mit Kamera reingelaufen sind. Ah, ja. Okay. Jovan und ich. Geil, einfach. Ja. Bye bye. Thank you so Thank much. Thank you very much. Ich liebe es so sehr. Ich finde, also man. Ich finde, es kommt richtig geil rüber, wie die sich da freuen, wie die drin sind im Ganzen. Das macht mich irgendwie voll happy. Das ist voll der gute Laune-Booster, so gerade zu sehen. Ich finde das richtig cool. Bebe, Agis. Jovan ist also auch hier. Jovan auf ist dem Schiff schon. Jovan ist schon drüben. Der ist um 14 ist schon Uhr gefahren. Drüben. Nein, der ist um 14 Uhr gefahren. Alter, krass. Krass. Wir lassen Afrika hinter uns. Und reisen nach Europa an Tag 1 nach wenigen Stunden. Es ist unfassbar geil. Es macht richtig Bock, es macht ohne Scheiß richtig, richtig Bock einfach. Es ist so geil. Ohne Witz. Ich hoffe, das bleibt so die nächsten Tage. Aber wie lange dürfen die denn da jetzt? Wie lange dürfen die denn da jetzt zusammen chillen dann quasi? Also klar, die Fähre, aber danach müssen die sich ja eigentlich wieder trennen, oder? So vom Regelwerk her, weil die dürfen ja nicht zusammen weiter. Rampen.
Ich hoffe, es geht so weiter. Und jetzt fehlen nur noch Ryan und Lauritz. Yep. Ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, ich habe so vom Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass die es nicht hier in Tanja probiert haben. Sondern vielleicht hier nur nach Tanja Med gefahren sind oder sogar nach Ceuta. Ah, okay, danke für die Info, Kiba. Ich finde den auch sehr sympathisch auf jeden Fall bisher. Ich hoffe, ich sehe Brian nochmal. Wird mich so. Ah, ja, okay, danke, das ergibt Sinn. Ich hab eine Fähre. Ich hab eine fucking Fähre. Ich hoffe wirklich sehr, dass die anderen auch alle heute rüberkommen. Brian gerade da so an der Autobahn laufen, den wie so stehen gelassen und nicht abgeholt. Ich hoffe wirklich, er wird heute eingesammelt. Aber ich weiß, Brian ist smart. Ich glaube, der kann sich da ganz Brian, gut durchmogeln, durchdribbeln. Geil, hier ist eine alte Bushaltestelle. Hier kann ich mich jetzt mal reinsetzen. Das ist auch die erste Pause. Oh Gott. Pause, was für Pause, Digi? Achso. In 16:30 durften wir öffnen, ne? Das ist das einzige Essen, was ich mit habe, kaputt gegangen. Oh. Oh nö. Oh. What? Okay. Weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, in diesem Briefumschlag ist einfach hier, ey, das Geld und viel Spaß in Spanien. Prost. Das wäre das Schönste. Und wenn nicht, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Ja. Das Land ist so geil, so nett, aber ich habe die Schnauze voll. Ich habe ja beide Varianten ziemlich gut probiert. Ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass jetzt einer von den anderen... Okay, irgendeiner sitzt auf dem Boot. Ja, der Rest hat das nicht besser als ich gemacht. Wie denn? Aha. Wie denn? Es wäre immer noch witzig, wenn ich gleich auf der Fähre jemanden treffe. Falsche Einschätzung, Brody. Die habe ich mir vor dem Urlaub neu geholt. Ich weiß nicht so recht, ob die mir steht. Kann man machen. Sag was? Ist doch gut, oder? Top. Macht absolut nichts besser. Im Wartebereich. Oh, ein bisschen traurig. Jetzt laut. Garmin-Tracker. Öffnen! 16:30 Uhr. Öffnen. Und wir haben gestern noch vom Organisationsteam ein Pack bekommen. Da steht drauf 16:30 Uhr. Es ist soweit. 16:30 Uhr. Und Handy hat meine Oma, glaube ich. Oh. Jetzt geht's los. Wir haben den ersten Game Master-Eingriff. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Wir haben nur diesen Umschlag. 16:30 Uhr im Backpack gehabt. Bitte raus hier, ab nach Spanien. Bier, eine Tüte rauchen, am Strand mit irgendwelchen Surfern rumhängen. Das kann hier drin sein. Ich liebe seine Vorstellung. Das hat er am Anfang schon gesagt, dass er an dem Abend am liebsten am Strand auch schon mit Bierchen sitzen würde. Das finde ich so on point einfach. Aber das würde ich halt auch fühlen. Also da bin ich bei dir, Brian. Absolut. Supporte ich. Cash is king. Okay. Oh. Eine Karte. Ah, der Sponsor. Eine Mastercard. Oh mein Gott. Der Anfang ist gemeistert und wir haben zwei gute und eine schlechte Nachricht. Die erste gute, du kannst bei The Race Geld gewinnen. Und zwar nicht wenig. Wie viel können wir dir nicht verraten? Oh. Die zweite gute Nachricht. Okay. Unsere Freunde von Revolut haben ein wenig Mitleid mit dir und wollen dir etwas unter die Arme greifen. Auf der beigefügten Debitkarte befindet sich ein Guthaben von 50 Euro zur freien Verfügung. Nice. Das heißt, ich komme heute nach Spanien und trinke ein Bier am Strand. Wir alle fahren heute noch an den Strand. Wie schön ist denn das? Aber Vorsicht! Die schlechte Nachricht ist, das Geld auf dieser Debitkarte hängt unweigerlich mit deinem Gewinn zusammen. Was weg ist, ist weg. Viel Spaß damit. Ja, okay. Nice, ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind auf dieser Karte 50 Euro drauf. Und diese 50 Euro kann ich benutzen, muss ich aber nicht. Also, wenn du 50 Euro Guthaben hast, kann der Gewinn halt schon ordentlich was heißen. Aber wenn du jetzt irgendwie so 1 Euro ausgibst, heißt das wahrscheinlich dann so 100 Euro oder noch mehr vom Gewinn ab. Das ist die Frage, ne? Ach du Scheiße. Aber neuer Begleiter. Aber das ist ziemlich geil. Wenn cool, Werbung integriert tatsächlich, finde ich. Ist, dann haben wir jetzt also coole Partnerintegration. Ist halt die Frage, wie viel man jetzt einbüßt am Ende von muss man auch appreciaten. Euro.
Das ist auf jeden Fall nice to have. Und ich glaube, für wirklich richtige Notsituationen werde ich die vielleicht wirklich benutzen. Aber ich versuche wirklich, so lange wie möglich natürlich nicht zu benutzen. Das bedeutet, dass jetzt du nicht weißt, ob Brian sich Zugtickets kauft. Voll auf die Experience scheißt. Voll auf die Experience scheißt und durchbrettert. Und das Problem ist, dass man nicht weiß, wie hoch der Gewinnbetrag ist. Das Problem ist jetzt, wenn die das richtig gemacht haben, also richtig, richtig, dann knallt der Gewinn schon wirklich rein. Ich glaube auch, also ich weiß ja nicht, wir gucken jetzt zum ersten Mal. Ich glaube schon, dass wenn du da diese Karte benutzt, dass es schon ein krasser Verlust sein kann für den Gewinn später. Also ich würde auch, wenn ich in der Situation wäre und da die Möglichkeit habe, also wirklich versuchen, darauf zu verzichten und um aller krassesten Notfall darauf zurückgreifen. Aber wenn du dadurch halt auch überhaupt den Gewinn erst bekommst, weil du dadurch dann den Sieg einfährst und sonst würdest du weniger bekommen, wenn du es halt nicht nutzt. Also wisst ihr, was ich meine? Das könnte ja auch sein eigentlich. Deswegen, boah, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem probieren ohne. Einfach so nur als Notfalldingen würde ich es, glaube ich, handhaben. Tatsächlich. Ja, aber die Theorie, dass man mehr gewinnt, je häufiger man die Karte nutzt, da das mehr Werbezeit für Group bedeutet. Okay, das wäre voll der Five-Hat-Move tatsächlich. Das ist ja mega smart. Ah, also das wäre krass, wenn das so wäre und keiner benutzt das und eigentlich könnten sie das richtig krass pushen. Und Mike! Danke, Mike, für den Raid! Willkommen, Raiders! Hallöchen! Hallo, Sandra! Hallo, hallo! Hallo, Mike selbst! Hallo, Dahuli! Was geht? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Was gab's bei euch? Hallo, Jani! Schön, dich zu sehen. Hallo! Wir gucken gerade The Race. Richtig cooles Travel-Format von Dave, wo die Jungs gegeneinander versuchen, von Marokko nach Köln zu kommen. Richtig coole Sache. Wir sind gerade bei Folge 2. Haben vorhin schon Folge 1 geguckt und ja. NFL-Podcast. Ah, geil. Mit Podcasten. Hallöchen, ihr Lieben. Hallo, Skerko. Hallöchen. Acker unter Kontrolle. Was geht? Hello, hello. Schön, euch zu lesen. Also, kann ich empfehlen. Wer das noch nicht geguckt hat, ist nice. Und Mike. Danke dir für deinen Prime in den 23. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank dir. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut, Mike. Geht's dir gut? Ich hoffe. Dankeschön. Ehre. Auf jeden Fall, Five-Hat wäre es wirklich, wenn man die benutzt und es eigentlich dann also mehr Gewinn gibt. Es wurde halt gesagt, dass es negativ ist. Also es ist die schlechte Nachricht, dass es abhängig ist. Das sagt ja eigentlich schon, dass abgezogen wird und nicht drauf. Aber ja. Lange Lena nicht gesehen, sonst super. Ja, ist so. Das stimmt. Sad. Und hallo Markus, hallöchen. Hallo Blockmonster. Hallo, hallo. Danke Revolut. Danke The Race. Danke 50 Euro. So, wir senden Code Green. Was Eingang? Schreiben. Okay. Das Handy ist einfach geil. Okay. Erster Code Green ist raus. Nice. Boah, was für ein Wetter. Alter. Direkt spanisches Licht. Wir sind in Tarifa. Vamos. Also, herzlich willkommen, Friends. Aus Tarifa. Sonne scheint. Erfolg freigeschaltet. Ich gehe jetzt direkt rein und kaufe mir ein Ticket. Also wenn da jetzt irgendwer aus Europa noch da drin ist, dann frage ich den. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das filmen soll, weil ich habe das keinen Bock, dass sie mir alles abziehen. Krass, dass er da so Probleme hatte mit dem Film, ne? Die anderen nicht. Was ist denn? We are on the road. There we go. Sorry, do you speak English? Es ist sneaky dabei. It's just a question. I lost my wallet. Mm-hmm. I need to get to Spain. Okay. I have 10 euros and I need 18 euros. I mean, it's a lot of money and it's okay if you say no. It's not a problem. I just wanted to ask.
Er hat eben auch am meisten Pech, oder? Mit den Leuten, die er fragt. Auf der Schere. Na, vielleicht liegt es auch daran, okay, bei ihm hat es jetzt ja geklappt. Aber die anderen sagen ja, dass sie dieses Rennen machen und so. Ich habe das Gefühl, da sind die Leute irgendwie gewillter, Geld zu geben. Oder? Also zumindest bis jetzt hier gerade. Irgendwie ist das der Vibe so, ey, wir machen hier das Rennen gegen Freunde und treten gegeneinander an. Wir brauchen ein bisschen Geld, damit wir hier schnell vorankommen. Die Leute direkt so, ja, hier, nimm alles. So. Auf dem Weg rüber nach Spanien. Wow. Es geht richtig los jetzt. Also ich würde auch das Rennen sagen, tatsächlich. Hallo. Hey. Hallo. How are you? I'm fine. Police. Yes. Can I ask you? Oh Gott. Yes, yes. But it's like also, illegal. Yeah. So, and the security man told me that you don't have money. Yeah. Lol, die Polizei drückt Brian genug Geld für ein Fährticket in die Hand. Lol. Okay, hier, nimm das Geld. Hauptsache, du verpisst dich mit deinen Kameras. Das ist quasi damit gemeint, oder? Okay. Ja, trotzdem, ja, ich weiß nicht, Ehre von der Polizei. Ja, fürs Geld, so, aber der Staat hat bezahlt. You're really friendly. Thanks a lot. Wow, Daniel. Thank you. This is okay. This helps me a lot. Thank you. This is awesome. Never had this in anywhere in the world before. The police gave me money. It's so nice. I never had this before. Well, I'm ready for you. yeah. Best day. See ya. See ya. Wir haben uns trotzdem mitgenommen, obwohl es illegal war. Gleich erklären, wenn ich hier weg bin, was hier gerade abging, Alter. Die ist, glaube ich, noch kein Schwanz. Ich habe so Schiss, dass sie jetzt nochmal kommen und mich rausziehen. Das kann auch jetzt nicht alles so geklappt haben, ey. Da waren 100 Leute gerade. Warum sitze ich allein? Warum haben die mich rausgenommen und alleine ins Bus gesteckt? Ich fahre mich doch in den Knast, Alter. Ich muss euch gleich alles erzählen. Ich kann jetzt hier filmen. Ja, gut. Nein! Brian! Brian! Ehre, dass sie sich da auch wieder treffen. Brian hat's geschafft. Geil. Yeah. Ey, ich hätte auch, ich wäre auch komplett paranoid. Ich würde auch die ganze Zeit denken, ey, was passiert dir jetzt? Keine Ahnung. Also vollkommen verständlich, seine Reaktion, finde ich. No fucking way. No fucking way. Ich wusste, das war Brian. Ach du Kacke, ey. Ah. Wieder cool, dass sie sich auch wieder da treffen. Ich liebe das. Also ein weiter Weg. Das war nur der Start. Ah ja. Okay, kurze Übersicht hier. 71 Kilometer, 73, 35, 32, 40. Ja, die sind ja alle, also die sind ja vom gleichen Hafen. Also die. Noch ein bisschen Money. Ja. Okay, Karte hat jetzt keiner benutzt. Tag 1, 18 Uhr. Das ist der Stand. Ja. Und das war Folge 2 von The Race. Geil. Format holt mich komplett ab, Chat. Sag ich ehrlich. Danke, Daniel, für den Vorschlag. Ihr könnt hier nochmal super gerne auf das Video klicken und da auch mal ein Like und so dalassen. Und es durchlaufen lassen oder Kommentar, um den einfach zu supporten. Weil sehr cooles Format. Ehre an Dave, das gestartet zu haben. Sehr cool.